Herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Halt die Klappe. Soldaten haben jemandens Vater, einen lokalen DJ, hingerichtet, weil er Anführer angebrochen war. Sind in einem Botschaft kommen mit einer MP töten und beweisen. Oh, ich will nichts mit bestimmten Waffen tun. Hast du das? Also jagen, Verkleidung ist was anderes. So. Wir haben letztes Mal diesen wunderschönen Außenposten hier eingenommen. Posten hier runter. Reißen. Dann noch ein bisschen was ein. Und dann können wir auch direkt mal gucken, was wir als nächstes tun. Für mich ist die nächste Aufnahmesession, weil, wie gesagt, nach der letzten. Die anderen wollten noch ein bisschen GTA Online zocken und es ist jetzt schon ein oder zwei Tage später, ich weiß es gar nicht. War es gestern oder vorgestern? Kein Zeitgefühl mehr. Auf jeden Fall haben wir gerade wieder GTA Online auch aufgenommen. Jetzt habe ich es diesmal einfach andersrum gemacht. Ach, da geht schon wieder ein Adler irgendwie mächtigst auf die Eier. Hast du den Adler getötet? Aus, ne? Kann mir das einer erklären? Mein Respekt. Genau. Ja, ihr werdet jetzt sagen, was macht der Jan denn da schon wieder? Geht der schon wieder gucken, was er jagen muss? Ja. Okay, ich hätte gerne die Beutetasche und den Geldbeutel. Makakenfell. Ich weiß nicht mehr, was ein Makakenvieh ist. Und Tigerfische. Das wiederum weiß ich. Munitionsbeutel für, von Wildschwein ist eigentlich auch gut. So, wir haben erstmal Dachse in der Nähe. Die brauchen wir aber nicht mehr. Sehr gut aufgepasst, Jan. Was zum Teufel ist das? Tirta. Ich glaube, das habe ich schon letztes Mal gefragt. So, Königstiger. So, Nebelpachter, Balz. Viecher, Rothund, Wildschweine sind da oben. Panzernashorn. Was bist du? Asamakak. Ach, die Affen brauchen wir jetzt. Auch da unten. Gibt es die noch irgendwo anders hier in der Nähe? Zumindest nichts, was ich sehen kann. Was zum Teufel ist denn dieses Tilter? Das würde mich ja doch mal sehr interessieren. Und warum sehen wir... Muss ich echt diesen Glockenturm machen, um das Gebiet sehen zu können. Allerdings wäre es komplett im Gegensatz zum Glockenturm. Wir gehen erstmal zum Glockenturm und nehmen dabei diesen Außenposten mit. Da steht ein Auto. Let's roll. Und wir halten Ausschau nach Affen. Ah, lala, wieder von der ganz schönen Worte. Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender Franz-Kür. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte haben? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei, soweit ich weiß, nur dort keine Scheine sind. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl, immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radio-Programm für euch, oder etwa nicht? Bin ich schließlich, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen? So verrückt dieses Radio, ey. So crazy. Ich habe das auch ein bisschen für mein Auto zieht leicht nach rechts. Ich denke, teilweise geradeaus. Kein Stress, Leute. Au! Stop it. Ja, einfach ohne nachzudenken, bin ich da einfach reingeballert. Ja. Ich habe diesmal keinen Elefanten, der mir hilft. Ja. Gehen wir einfach erstmal zum Glockenturm.
Da können wir den Außenposten gleich machen. Ah, er ist aber ärgerlich jetzt. Da ist er schon. Gar nicht so weit. Ich dachte, wir wären ein Stückchen weiter. Hoppala. Glitzer, Glitzer. Geldbeutel fast voll. Ja, deswegen brauchen wir. Was brauchen wir für ein Geldbeutel? Keine Ahnung mehr. Genau. Dafür brauchen wir die Affen. Hier scheinen keine Affen in der Nähe zu sein. Oh ja, da habe ich jetzt schon wieder Bock drauf, dieses Gelage. Pagan Minzlicht am Arsch. Ja, Pagan Minzlicht. Hunde! Halbwütige Hunde! Hilfe! Hilfe! Die Hunde machen meine Arbeit. Achtung! Achtung! Ja! So, was ist hier unten? Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hagan Minz. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ich schulde dir was. Ja, du schuldest mir was. Back here! Wir sind perfekte Hunde, wir greifen nur im Rudel an. Spann. Ja, können wir den Außenposten direkt mal probieren. Sehr schön, das ist so schön nah gespawnt. Dann doch der Außenposten. Oh, wir haben schwere Gegner. Können wir die schon takedown? Oh, das ist ein Karma-Ereignis. Ja, ich habe leider keine Sniper. Mit dem Bogen werde ich da jetzt keinen draus machen, den umzubringen. Okay, jetzt muss ich einmal nachgucken, ob wir schwere Leute takedown können. Doch, hier. Die Leichen, nee, können jetzt bewegt werden. Steht nichts von einem Takedown. Ja. Hier, schwerer Takedown. Drücke, um einen Flammenwerfer oder einen G-Schützen zu erlegen. Okay. Das heißt, wir sollten unbedingt einmal ein paar ganz Zorn machen. Damit wir das können. Sonst so muss ich den jetzt irgendwie anders töten. Als letztes dann wahrscheinlich. Und da vorne haben wir noch einen Typen. Den auf jeden Fall markieren. Und auf jeden Fall auch den Alarm deaktivieren müssen. Bestens eigentlich, wenn ich alle bis auf den schweren ausgeschaltet kriege leise, dann den Alarm ausschalte und dann das Tier da freilasse. Falls dieses Tier ein eingesperrtes Tier ist. Ich habe gerade so die Befürchtung. Das ist. Ja. Das ist einfach nur ein Hund von denen. Das sind schon viele. Ganz schön verdammt viele Leute. Aber Hunde sind relativ einfach vorher rauszunehmen.
Der hat mich immer gut gesehen. Unsere Truppen sind geschwächt. Hören Sie sehr gut darüber. So, dann muss jetzt eigentlich nur ein Stück abseits laufen. Dass ich ihn safe rausnehmen kann. Sollte safe sein. Okay, als nächstes die Außenwache da. Schön, langsam und ruhig. Stück machen mit dem Combo-Pack. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich das vorhatte. Was hat mich denn jetzt angegriffen? Ich war der Hund? Also ehrlich jetzt. Ich habe den Hund nicht befreit. Oh, sackt. Wir wissen jetzt wenigstens, wie die Leute stehen. Das erspart uns ein bisschen Arbeit. Aber da hat der Typ draußen mich echt gesehen. Das war ein bisschen ehrlich. Ich dachte, der wäre echt ein Stück weiter weg. Da hinten ist das der Typ. Eigentlich nicht. Ach ja, wenn alles so einfach wäre. Die Schweine abgehen. Scheiße. Ich könnte eigentlich noch eine schallgedämpfte Waffe brauchen. Ich sollte meine Pistole schallgedämpft sein. Das würde mir helfen, anstatt so eine Sprühpistole. Und die beiden trennen sich ja jetzt gleich. Ich werde auch erst anfangen, den da außen zu machen. Der Schwere, der ist da. Ja,
Gold. Das sieht mich gerade relativ ähnlich. So. Der Boss hat gesagt, wir müssen schneller machen. Weiß ja, wie helfen. So, die beiden stehen immer noch zusammen. Fetti kommt jetzt gleich hier vorbei. Den lassen wir aber mal links liegen. Dann machen wir ihmchen da, dann ihmchen und dann den Alarm. Und die beiden da drüben machen. Irgendwie Captain Takedown. Irgendwas wird uns einfach. Ärgerlich wäre jetzt nur, wenn wir noch mehr Leute hier in dem Stützpunkt haben und ich weiß es nur nicht. Das wäre echt ärgerlich. Machst du weiter? Bist du wieder dahin zurück, wo du gerade warst? Ich habe neulich einen Elefanten am Fluss gesehen. Die Stoßzähne müssen ein Vermögen wert sein. Elefanten im Fluss gesehen. Das war ein ganz großer. Und den sind wir auch mal weg. Den ist schon weiter weg. Das reicht mir so nicht. Das reicht mir. So. Fetti ab. Dann machen die beiden, indem ich trennen sich, das ist fast perfekt. Das heißt, ich kann die jetzt einzeln machen. Wir machen Ähnchen so wie gerade. Alle. Müssen wir warten, dass unser Vetter einen Gehschutz woanders hat. Also, beziehungsweise, dass der... Du nicht auch immer sonst. Da muss alles schneller gehen, sonst muss er hart durchgreifen. Also, sobald Fetti abgebogen ist, können wir den da machen. Dann fehlt noch ihmchen da hinten. Und Fetti. Alarm ist ja schon mal raus, das heißt, Verstärkung ist... Ich weiß noch nicht, wie ich Fetti machen will. Oh, jetzt bewegt er sich. Das ist aber nicht für mich. Ich weiß noch nicht, wie ich Fetti machen will, ohne entdeckt zu werden. Vielleicht mit Explosivgegenstand. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen gefährlich. Hätte ich daneben geschossen, hätte ich die Tür getroffen. Die Tür hätte das viel freigesetzt. Und dann hätte ich mit gewonnen. So. Hm.
noch ein Freund weniger. Das ist ein richtiger Leichenberg. Okay, ich guck mal nach. Was haben wir denn alles so an Explosives, Granaten, Molotov? Sowas wie C4 haben wir nicht, ne? Schade. Das wäre perfekt dafür. Für einen One-Shot-Kill. Wir müssen uns gleich, wenn wir den da umgebracht haben, einmal kurz umsehen. Vielleicht gibt es irgendwo ein explosives Fass oder so, wo wir den hinlocken könnten. Um irgendwie auszuschalten. Aber wir nehmen den Hund zum Distracten. Zum Ablenken. Jetzt weiß ich nicht, wie erfolgreich das sein wird. Halt optimal wäre echt dieses Takedown jetzt gewesen, aber ich habe halt Palanzon noch nicht gemacht und dementsprechend ist nicht freigeschaltet. Und haben auch keinen Fähigkeitspunkt dafür. Ich war am Spezialkader, dass ich irgendwann einen Flugzeug ins Knie gekriegt habe. So. Nehmen wir das hier. Seht ihr irgendwo was Explosives? Ich nicht. Da fällt mir nichts anderes ein, als das. Gilt sogar als unentdeckt. Nice. Das ist nicht gerechnet, mein Freund, ja? Auch das ist natürlich von hinten gedacht, weil Leute von hinten nicht. So, was haben wir hier? Wir haben eine Attentatsmission. Sobald es mir besser geht, plane ich einen neuen Angriff. Das wird der Büßen. Ah, sieht fast so gleich. Was fast genauso aus. Ja, wir sind so gut wie am Limit unseres. So, können wir nicht noch irgendwelche wunderschönen Waffen hier? Was brauche ich für dich denn? Jagdkontrolle. What? Paganzorn zweimal. Wir sollten echt Paganzorn machen. Das war mein Haus. Das war meine Familie. Und jetzt sind sie tot. Wir haben Außenposten mehr. Beschwer ich noch ein bisschen mehr. Lady. Oh, hier sind ganz viele Paganzorne. Paganzorne. Paganzorn. Plural von Paganzorn. Hat Zorn und Dings. So, wir machen mich jetzt dann einfach mal Jagd auf Paganzorn. Ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen dann mit der Folge, das wird sich bestimmt ein bisschen ziehen. Aber es ist einfach für mich, ist für mein Spielstil einfach zu wichtig, dass ich das jetzt ablehnen kann. Ach ja, schon wieder gefahren. Händler. Viele Sachen von denen gibt es. Ist krass. Also sehr positiv eigentlich, weil man kommt dann mal schnell zu dem Stuff, den man gerne haben möchte. Und man kann auch schnell mal verkaufen, wenn man ein volles Inventar hat. Ihr hört den Sender Freies Kyrat. So. Freies Kyrat. Wie ihr alle wisst, benutzt Pater an den stillgelegten Ich sollte aussteigen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er so nah ist. Aber der bewegt sich wahrscheinlich fort, ne? Und die Markierung wahrscheinlich nicht. So ganz klassisch Abfuck. Sag mir, dass es noch ein paar ganz Zorn gibt. Nope.
Warum sollte es auch? Könnte es gebrauchen? Ach, komm schon, Spiel. Das war mein Haus. Das war meine Familie. Ja, und ich bin gerade gestorben wegen meiner Unglück. Woher stimme ich denn bitte? Okay. Mach Abgang. So. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Gas. Ein paar ganze Zeug wird irgendwann wieder auftauchen. Jetzt war das eine gute Gelegenheit, die ich gerade habe. In den Sand gesetzt. Die ich gerade in den Sand gesetzt habe. So. Und ich habe heute noch mit Lukas darüber geredet, was für einen grammatikalischen Bullshit wir teilweise abliefern. Ganz zu schweigen von den politisch inkorrekten Beleidigungen. Aufgrund einer Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Warum hören wir eigentlich diesen Radiosender in der Wagen des Goldenen Vereins? Seine Pläne für die Zukunft des Landes werden ihm für die folgenden Generationen einen Platz an der Sonne sichern. Sichert er auch gleich mal Platz an der Sonne. Der Goldene Vater dagegen will all seine großartigen Leistungen wieder zunichte machen. Stehen Sie hinter Paganin und setzen Sie dem goldenen Pfad ein Ende. Möge Paganins Licht Sie alle erleuchten. So, dann haben wir so einen schönen Truck, aber der Truck interessiert mich. Das ist aber schon einmal. Was ich möchte, ist Pagans Zorn. Truck darf. So, ich bin da, wo ich hin möchte. Gibt es Wachen? Ja. Verbündete sind sogar hier. Sehr faszinierend. Warum habt ihr das Ding schon längst ausgemacht? Habe ich das echt schon wieder gemacht? Hallo, AJ. Hey, Kollege. Warum hast du diese Kack-Propaganda? Scheiße. Nicht schon ausgemacht. Und Spaß, wie soll ich denn da hoch? Ich sehe doch was. As always. Eine Leiter. So, das war der Anfang. Eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Die Patrouillen der Royal Army dienen ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit von ganz Führern. Gewähren Sie jederzeit Vorfahrt und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie sich ihnen nähern. Befehlen der Royal Army ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Befehlsverweigerung kann ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Möge Pagan mir schließlich nicht. Befehlsverweigerung führt sofort zum Tod. Kannst du mal von ausgehen. Die Cops in Amerika schießen ja schon schnell, aber Pagamins Leute dürften die amerikanischen Cops dagegen aussehen lassen wie freundliche, keine Ahnung, Hühner. Was auch immer. Jetzt machen wir erstmal einen anderen Sender an. Was ist hier so? Hirse. Banaschu ist nur ein Wort, kann man davon ausgehen. Das Schatten. Okay. Interessant. Helft mir! Das schlägt sich den Ball um. Sehen wir irgendwo Pagans? Könntest du? Danke. Oh. Hier, da ist eine Festung, sehr cool. Da ist so ein Pagans Zorne-Ding. Das heißt, wir versuchen jetzt noch einmal Pagans Zorn zu bekommen. So, gib Gas, ich habe keine Zeit für eure Probleme, ich habe ein Ziel.
Das ist nur 1400 Meter. Easy. Ja, für euch ist Freitag. Das mal jetzt auf den Kanal durch. Für euch ist Freitag, für mich nicht. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Woche. Eine schöne Woche, erfolgreich, ruhig, vielleicht auch ein bisschen spannend. Ich weiß nicht. Insofern es was Gutes ist. So, der bei mir war die Woche so lala. Muss mich mit der Bahn auseinandersetzen, von wegen Streik und so. Das ist immer ziemlich ätzend, wenn die Bahn streikt und man kurz mit dem Zug umkommen muss. Da will ich am Morgen auch noch Spaß dran haben. Wenn ich es morgen Freitag essen kann. Morgen muss ich nochmal hin. Aber das wird schon. Ich werde leider hin müssen. Das ist optional. Aber so ist das halt. Bewegt sich tatsächlich auf mich zu. Hat er noch eine andere Möglichkeit, als hierher zu fahren? Ja. Das ist wieder schlecht. Jetzt könnte ich ihm halt auflauern. Wie schnell fährst du? Oh, das könnte knapp werden. Ich würde halt gerne aus Entfernung den ersten schon machen. Irgendwie treffe ich nicht genug Leute. Warum habe ich eigentlich keine Granate? Doch, aber unten links stand. Unten rechts, nicht unten links. Stand gerade 0. So, wo fahren die denn her? Geradeaus durch. Das ist natürlich jetzt ganz optimal. Lauf, AJ. Wo sind denn die bitte schon? Ah, wir wurden angeschossen. Alles easy. Interessiert keinen. Wir fahren einfach mal weiter. Tut mir leid, Guys. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich brauche euren Wagen. Gut. Nimm's ruhig. Ich gehe dann wohl zu Fuß. Danke. Danke, aber lasst mich einsteigen. Anscheinend hat die Armee die Schule der sieben Schätze wieder gebrannt. Ich muss Pagans Zorn. Offensichtlich bewegt sich die Markierung immer mit. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Ich hasse es in Spielen, wo es nicht tut. Man denkt die ganze Zeit, sie tut es, aber sie tut es nicht. Da fährt man dahin und stellt das Zorn. Das Ziel ist ja schon ungefähr 300 Meter weiter. Das kostet einen enorm viel Zeit. Hey, ich würde das ja weiter aufpassen, aber... Glaub ich gar nicht. Türen ist die beste Radioshow aller Zeiten! Aller Zeiten! Ihr hört mal Türen und zwar dank meines guten Freundes! Ihr Hexenschaft hat beinahe die Hälfte aller Glockentürme zu befreien! Möge Pagan Schlicht euch all aus dem Arsch scheißen! Mein Radio war noch nicht so. Das hilft mir so unglaublich gar nicht, ey. So, ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. So, er fährt ja ganz offensichtlich so rum, ne? Dann biege ich mich jetzt hier rechts ab. Und nehme die Abkürzung oben rum. Werde ich gleich hoffentlich. Hoffentlich von der anderen Seite hier runterschießen.
und ich benutze das Wort zusammen. Ah, das ist doch perfekt hier. Okay, das ist irgendwie Bullshit. Aber ein MG-Schützen haben wir ausgeschaltet bekommen. Das ist ein Anfang. Ich würde gerne ein bisschen mehr hinkriegen als nur ein MG-Schützen. Ich habe, glaube ich, im ersten Wagen den Beifahrer ausgeschaltet oder den Fahrer, eins von beiden. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Fahrer ausgeschaltet und die haben dann gewechselt, deswegen haben die das gestanden. Sicher bin ich mir auch nicht. Das kann nicht wahr sein, dieses scheiß MG und diese Pistole ist einfach nur Bullshit. Ich habe eine Schrotpistole, die ist unglaublich nützlich. Scheiße ist die AJ, scheiße. Ah, ich kaufe mir jetzt eine andere Pistole. Und dann mache ich leider trotzdem Ende für diese Folge. Pagans Zorn traf mich in die Fresse. Ich dachte, ich dachte auch, das ist eine gute Idee. So, Munition nachfüllen, zack. Seitenwaffen. Was nehmen wir denn? Ja, die Mark 4 ist natürlich genauer. Der kann ich aber häufiger schießen. So. Dich fassen wir jetzt aber mal an und geben dir erstmal ein Visier. So. Kein Handel, wenn er die Übertragung endet. In der Hoffnung, dass wir damit dann trotzdem mal in der nächsten Folge was reißen können. Trotzdem an dieser Stelle, trotz meiner Fail-Aktion, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ein traumhaftes Wochenende. Bis Montag. Haut rein.